der Lukas Kapitel 6, Vers 12 und Vers 13. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einen Berg zu beten. Und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Und da es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte ihre 12, welche er auch Apostel nannte. So, okay. Vater, bedanken für dein Wort und bedanken für das Gnade, das auch gestern du eine erlöst hast, aber Freude im Himmel, wenn unsere Schwester nun auch sich zu dir kehrte und nimmst alle auf, die zu dir kommen. Wir danken dir dafür, wir beten auch weiter über deinen Segen, über diese kommende Morgen, dass du dem Prediger einen Segen gibst und ihn reinigst mit dem Blut deines Sohnes. Wir füllen mit deinem Geist und das Wort klar und verständlich zu predigen und dass jeder das bekommt, was er braucht. Wir fragen das in Jesus Christus Namen. Amen. Amen. Okay, ich möchte sprechen über das Thema Mission und wir sollen dabei die Reise von Paulus ein wenig analysieren und vor allem das Thema anschauen, dass Gott immer ein Mann braucht, um etwas Neues anzufangen. Ein Mann, nicht eine Menge Leute, aber ein Mann. Das sieht man im Alten Testament schon, dass Gott mit einem Mann Noah einen neuen Anfang macht, nachdem er die ganze menschliche Rasse zerstört. Und wenn nach der Turmbau in Babel alle abfallen, nimmt ein Mann aus Ur der Chaldeen, wo der Mondgott Sin, S-I-N, wie heute Allah wird genannt, angebetet wurde, und Abraham diesen Gott nicht anbetet, diesen Mondgott, und ausgerufen wird, um nach ein anderes Land zu gehen, um seinem Gott zu dienen. Wir sehen, dass Gott in Ägypten einen Mann ausruft, Mose. Nach einer Vorbereitungszeit von 80 Jahren ist er bereit, um das Volk Gottes auszuführen. Es geht nicht durch Aaron oder Miriam oder Datan, Korach oder Abiram, es ist nur ein Mann, Mose. Dann in die Zeit von den 13 Richtern, wo wir eine Degeneration sehen vom Volk Israel, fängt Gott etwas Neues an mit David, ein Mann nach Gottes Herz. Ein Mann, ein Sohn von Isai, von den 8 Söhnen, hat er eins genommen. Dann sehen wir, dass wenn das ganze Volk abgefallen ist, nach 2000 Jahren Handeln, von Abraham bis Jesus Christus, schickt Gott nach 400 Jahren Stille einen Mann, seinen Sohn, um durch diesen Mensch die Sünde von Israel zu bezahlen. Und nach Jesus Christus Himmelfahrt hat Gott vor allem einen Mann gebraucht, der Apostel Paulus, um das Evangelium der Gnade Gottes wieder zu verbreiten. Gott nützt immer einen Mann, das ist absolut wichtig. Und in den letzten Tagen haben wir gesehen, dass Gott Dr. Ruckmann aufgerufen hat, um zu stehen für die Heilige Schrift in die internationale Sprache, der absolute Standard der King James Bibel und eine heilsame Lehre wieder zentral zu stellen. Und all diese Männer, die ich genannt habe, haben immer einen Nachfolger gehabt, der die Arbeit weitergemacht hat. Noah hat Sem gehabt, Abraham hat Isaac gehabt. Mose hat Josua gehabt, David hat Salomo gehabt, der Herr Jesus hat die Aposteln gehabt und ein Paulus hat ein Timotheus gehabt. Und ich möchte sprechen über das Thema Timotheus, dein Mann oder Frau, die du weiterhelfen kannst und solltest. Im Leben ist es so, nach 1. Mose Kapitel 1, dass Gott dem Mensch einen Auftrag hat gegeben. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 lesen wir, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Das heißt, der erste Auftrag war ein Segen und fruchtbar sein, euch vermehren. Nun, das kann in einer normalen Ehe, wenn man zusammenkommt und dann Kinder bekommt. Es gibt ein paar Gründe, warum ein Ehepaar keine Kinder hat, wenn sie nicht zusammenkommen physisch, wenn sie physische Probleme haben oder wenn sie einfach noch zu jung sind. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann man auch vergeistlichen. Man kann sagen, wenn jemand als Christ geworden ist
und noch relativ jung ist, dann muss er erst wachsen in seine Gnade und Kenntnis von Jesus Christus. Danach kann diese Person auch anderen gewinnen. Es kann sein, dass ein Christ keine gute Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hat. Wenn deine persönliche Beziehung nicht stimmt, kann der Herr dich nicht brauchen, ein Menschenfischer zu werden. Und drittens, wenn du unbekannte Sünde hast, kann Gott dich nicht gebrauchen, um anderen für ihn zu gewinnen. Das sind drei einfache Sachen, die, ich denke, jeder versteht. Nun, das Problem ist hier in 1. Mose 1, dass nachdem Adam und Eva gesündigt haben, sie das Bild Gottes verloren haben. In 1. Mose Kapitel 5 lesen wir, dies ist das Buch von des Menschengeschlecht. Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Gleichnis Gottes und schuf sie ein Männlein und Fräulein und segnete sie und hieß ihren Namen Mensch zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Adam war 35 Jahre alt und zeugte einen Sohn, der seinem Bild ähnlich war und hieß ihn Seth. Adam hat das Bild verloren und hat einen Sohn nach seinem Bild bekommen und Ende von Vers 5 Adam starb. Und Seth, Ende von Vers 8, starb. Das ganze Kapitel ist das Geschlechtsregister von Adam und alle, die da sind, sterben, weil sie sind geschaffen nach dem Bild und Gleichnis, oder gemacht nach dem Bild und Gleichnis Adams. Adam hat das Bild Gottes verloren. Das heißt, das Ziel heute von der Teufel, der Gott dieser Welt, ist diese Welt und das ganze Universum außerhalb der Erde bevölkern mit Menschen, die das Bild Gottes verloren haben. Die Lösung, die Gott gibt, ist der zweite oder letzte Adam, die gekommen ist in der Person von Jesus von Nazareth. In Römer Kapitel 5, Vers 18 lesen wir, wie nun durch eines Sünde die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Ein Mann hat die Sünde und die Verdammnis eingeführt. Durch den letzten Adam kam die Sündlosigkeit, das Bild Gottes wieder zurück. Durch Glaube an ihn kannst du das Bild Gottes wieder zurückbekommen. Nun, wenn der letzte Adam kommt, war sein Ziel, um eine Gruppe Leute zu sich zu ziehen, die wieder von neuem geboren werden und das Bild, das ursprüngliche Bild Adams, zurückbekommen, das Bild Gottes. Nun, wie hat er das getan? Wir wissen, dass er musste kommen, um zu sterben als Gottes Lamm. Das war seine Hauptaufgabe. Um zu sterben für die Sünden, erstens von Israel, zweitens für jede Heiden, die hier sitzt und die gelebt hat und leben sollte. Und das hat er getan. Das war seine Hauptarbeit. Aber die zweite Sache war auch sehr wichtig, indem dass er eine Strategie am Prinzip hatte, wovon er dachte, wenn ich auferstanden bin und an der rechten Hand des Vaters bin, kommt der Heilige Geist, der Tröster, eine Person, die Wohnung macht in jeder, der von neuem geboren ist. Und er möchte diese neue Gruppe, Gemeinde, Braut, weiterführen auf Erde. Und dafür hat er eine bestimmte Strategie, ein Prinzip bedacht, indem dass er ein paar Männer ausgewählt hat. Wie das immer im Alten Testament 4000 Jahre getan, hat er nun 12 Männer ausgewählt. Und wir lesen in Lukas Kapitel 6, wie er das getan hat. Lukas Kapitel 6, Vers 12 und Vers 13. Das heißt, wir möchten da sprechen über das Thema dein Timotheus. Du hast immer die Fähigkeit, auch selber nicht nur jemanden zum Herrn zu führen, aber diesmal auch Schritt für Schritt weiterhelfen zu wachsen in seine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und das hat der Herr selber auch getan. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf einen Berg zu beten und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Und als Tag ward, rief er seine Jünger und er wählte ihre 12, welche er auch Apostel nannte. Das heißt, da waren
Am Anfang von Jesu öffentlichen Dienst eine Menge Jünger. Die haben Jesus nachgefolgt. Viele haben keine gute Motivation. Die wollten einen König machen. Jüdische Motivation. Sie wollten Zeichen und Wunder sehen. Charismatische Leute. Und da waren Leute, die wollten gratis essen und trinken. Soziale Hilfe. Da waren viele Leute. Aber von allen Jüngern, die bekannten den Herrn nachzufolgen, hatte nach einer Nacht vom Gebet von dem Vater bekommen, diese 12 sollen das Fundament sein, worauf ich meine Gemeinde bauen kann. Und das heißt, er hat sie auserwählt. Das gilt auch heute, es sind viele Jünger, aber es sind immer ein oder zwei, die vom Herzen, mit einer korrekten Motivation, Jesus Christus nachfolgen möchten. Ich hoffe, du bist da unten und das kannst du dann auch diesen Umgang mit dem Herrn weitergeben an einen anderen Timotheus. Nicht nur Jesus Christus, aber auch Paulus hat die gleiche Strategie. Kommt nach Apostelgeschichte 16 und das ist bei Paulus, ich glaube, sein zweite Missionsreise. Ja, und er tut die Arbeit, erst mit Barnabas, dann mit Silas, aber er weiß, er braucht ein Helfer, die Hilfe, die seine Arbeit multiplizieren, vermehren kann, durch mitzunehmen. Apostelgeschichte 16, Vers 1. Er kam aber gegen Derbe und Lystra und siehe, ein Jünger war er selbst, mit Namen Timotheus, eines jüdischen Weibes Sohn, die war gläubig, aber eines griechischen Vaters. Die hatte ein gut Gerücht bei den Brüdern, unter den Lystranern und zu Ikonien. Diesen wollte Paulus lassen mit sich ziehen und nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an demselben Ort waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater war ein Griechen gewesen. Er hat ein gutes Gerücht gehabt. Er war ein treuer Mann, treu in seinem Zeugnis, in seinen Finanzen, in seiner Arbeit, in seiner Hingabe zum Herrn und Gemeinde. Paulus hat gesagt, komm mit mir. Ein Mann, wir sollen so sehen, was Gott durch diesen Mann Timotheus tun kann. Ich war 20 Jahre her in Niederlande im Gespräch mit einem Mann aus Indien und der hat Geld gesammelt, um 1000 Millionen Neue Testamenten zu drücken für Indien. Und er hat gesagt, ich habe gesagt, ja, wie kommst du dazu? Er hat gesagt, mein Übergroßvater kam zum Glauben. Er war in einer Gruppe. In Nordostindien nennt man ehemalige Kannibalen. Und da kamen 4 Männer aus Wales. Von der großen Erweckung 1905. Und die haben eine Woche unter den Stamm gepredigt. Von Kannibalen. Von diesem ganzen Stamm hat eine sich bekehrt. Das war der Großvater von diesen Indien. Ist dann später in die Bibelschule gegangen, hat das Wort gepredigt. Und da kam ein ganzes Stamm von Kannibalen zum Glauben an Jesus Christus. Das heißt, wir haben dann Jesus bekannt, öffentlich. Alle von neuem geboren waren, das weiß ich nicht. Ich bin da später gewesen und in der Tat, in dieses Gebiet ist 90%, oder 95% Protestant und Baptist. Und dieser Mann, Großenkel von diesem Prediger, war nun da Pastor und wollte das ganze Wort Gottes an Indien geben. Also, Übergroßvater, als einziger Mann, sehr treu war, um sich zu bekehren, um alleine das Wort Gottes zu predigen. Gott hat einen Mann gebraucht. Das ist immer das Gleiche. Gott sucht immer einen Mann, der in den Riss steht für dieses Land oder für dein Ort oder für deine Familie. Ein Mann. Die Frage ist, willst du diesen Mann sein? Dann zweitens, nachdem Gott Jünger auserwählt, die er auch schlecht ausschickt, das ist auch hier so, du bist nicht umsonst hier, Gott möchte dich nach dieser Woche auch ausschicken, aussenden zu deinen Leuten, die du allein erreichen kannst. Du hast ein Arbeitsfeld, Einflussfeld, das ich nicht habe, aber du schon. Und du kannst dort ein Licht sein und du kannst dort ein Menschenfischer werden, wenn du durch Gottes Gnade die Prinzipien, nah bei Jesus zu bleiben, gut anwendest. Das zweite Prinzip ist das Zusammen. Bruder Demopoulos hat das schon erwähnt, aber ich will es nochmals erwähnen, es ist so wichtig.
Markus Kapitel 3, Vers 14. Markus Kapitel 3, Vers 14. Und er ordnete die Zwölfe, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen. Das erste war, sie sollten bei ihm sein. Die moderne kommunistische Idee von Erziehung, wir waren in Finnland und in Schweden, ein paar Wochen her, wurde uns gesagt, dass alle finnische Ehepaare schaffen, beide schaffen. In Schweden auch. Und wenn die Kinder, ich weiß nicht mehr, 4 alt sind, dann gehen sie in eine von dem Staat finanzierte Krippe, dass die Kinder da betreut werden. 2 Jahre. Oh, 2 Jahre schon. Wahnsinn. Also ich glaube, die Frauen haben dann 1 bis 2 Jahre bezahlte Freizeit und wenn das fertig ist, müssen sie arbeiten und dann gehen die Kinder dann in diesen Staatskrippe, nenne ich sie mal. Das ist überall so im Norden Skandinaviens, also in Skandinavien. Das heißt, die Mutter hat keine Zeit mit dem Kind. Da habe ich gedacht, weißt du, wo das aussieht? Das sieht aus nach der modernen Gemeinde. Dass die Älteren nicht die Zeit nehmen, die Jüngeren wachsen zu lassen. Es muss von den Älteren ausgehen. Zum Beispiel, Jesus hat das ganz klar getan. Paulus tut genau das Gleiche in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Apostelgeschichte 20, Vers 4. Wir lesen da: Es zogen aber mit ihm bis nach Asien, Sopater und Berea 1. Von Thessalonica nicht, aber Aristarchus und Secundus in 3, Gaius und Derbe 4, Timotheus 5 aus Asien, aber Tychicus und Trophimus. Das sind 7 Männer, die reisen mit Paulus mit. Und wenn du unter miteinander reist, ist es Zeit zu sprechen, Fragen zu stellen, Dinge zu besprechen. Das ist eine ganz normale Sache, das heißt, jede Schwester, die hier sitzt, die einige Zeit mit dem Herrn geht, die können einen Jüngeren betreuen und die können zusammen kochen, Haushalt tun, etwas für die Kinder tun. Die Jüngere kann die Eltern unterstützen und gleichzeitig kann die Eltern der Jüngere etwas Weisheit, das von der Beziehung mit dem Herrn weitergeben. Männer untereinander, das Gleiche, du brauchst echt nicht zu sagen, ich habe keine Zeit dafür. Jeder kann jobben, etwas tun und dann einen Jüngeren mitnehmen und ihm dann einiges weitergeben. Ich sage praktisch, einmal in 2 Wochen, 1-2 Stunden, das reicht schon. Jeder, der hier sitzt, wie kann das tun? Sondern so sehen, warum die meisten das nicht tun, obwohl jeder, meiner Meinung nach, die Fähigkeit dazu hat. Dann, der dritte Punkt ist die Hingabe. Gott sucht einen Jünger, der eine Hingabe hat an ihn. Amen. Meistens ist es so, ich sage jetzt, wenn der Ältere die Hingabe nicht hat, hat die Jüngere es auch nicht. Wenn die Eltern zu was für einem Grund auch keine Hingabe haben und der Pastor nicht sagt, ich gehe gerne auf die Straße, ist die Chance sehr klein, dass die Kinder das plötzlich aufnehmen. Und so ist es normal, die Eltern versuchen, beide zu sein und die Jünger natürlich, ja, alle Ausreden, um das nicht nachzufolgen, das ist klar. Fleisch ist Fleisch. Aber es fängt an mit dem Beispiel eines Älteren. Ein Pastor soll eine Hingabe haben zu Jesus Christus und Wahrheit. Dann sieht man oft, die Jünger haben den gleichen Herz, das gleiche Herz, die Hingabe zu dem Herrn Jesus Christus. Dann haben die Jünger auch eine Hingabe, um ihren Pastor zu unterstützen. Und dann sieht man auch, dass der Pastor hat ein Herz, um sein Leben für die Jünger zu geben. Wie die Bibel sagt, ein guter Hirte gibt sein Leben für die Schafe, wie Jesus Christus sein Leben für uns hat gegeben. Mein Beispiel ist Dr. Ruckmann gewesen. Warum? Er hat eine Liebe zur Wahrheit und heilsame Lehre gehabt. Und wo ich herkomme, Niederlande, gibt es eine Menge Christen. Bruder Thomas hat etwas erwähnt über die Bibelwelt in Niederlande. Das sind wie viele sind da? 2-3 Millionen Leute oder so. Das sind unglaubliche Leute mit einer Reformationsbibel. Aber die meisten haben vielleicht noch eine gute Bibel, aber keine heilsame Lehre. Und was ich gelernt habe von Dr. Ruckmann, ist eine Liebe zu einem Buch mit allen von Gott inspirierten Worten, der King James Bibel, und damit verbunden
das Wort Recht zu teilen und da auch für zu stehen. Das ist so wichtig. Warum? Weil das macht eine Gemeinde gesund und hält eine Gemeinde gesund. Ein nicht heilsamer Lehrer schlussendlich vergiftet ein Organismus, kann die Gemeinde auch vergiften in Praxis und mit Sünden. Nun, was sucht Gott in einem Mann, der eine Hingabe hat? Was sucht er in dir? Erstens, er sucht einen Mann mit einem Liebe oder eine Frau mit Liebe zu sein Gott. Spreche ich über Englisch, die King James, Deutsch, die Heilige Schrift von Luther. Kommt nach Psalm 119, Vers 160. Psalm 119, Vers 160. Dein Wort ist nichts denn Wahrheit. Das sind keine Fehler. Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der eine große Beute kriegt. Und das ist immer schön, wenn Leute gerade zum Glauben kommen. Dann sind sie neu geboren und dann fangen sie an zu lesen und dann denken sie, das ist Wahnsinn, das ist so wunderbar. Und man kann nicht aufhören, wenn man mal nun denkt an die erste Zeit, als du von neuem geboren wurdest, dass du den Herrn kennengelernt, wo es wirklich Gottes Wort ist und sagst, richtig so, es ist eins, zwei in der Nacht, du musst einfach schlafen gehen. Warst du früher wach und denkst, ich bin wach. Aber lass mich mal schnell etwas Neues lesen, dass ich möchte mehr wissen vom Herrn. Und dann nach 10, 15, 20, 30, 40, 50, ja, wenn du gearbeitet bist, dann denkt man oft mit Sehnsucht zurück an diese ersten Tage, Wochen, Monate. Und da sage ich immer, die jungen Christen sind auch wichtig, dass die Älteren wieder den ersten, ein bisschen Schub bekommen, um früh das Angesicht des Herrn zu suchen. Kommt nach Psalm 5. Da sehen wir David, der hat auch dieses Verlangen gehabt. Ich denke, das war einer der Gründe, warum David ein Mann nach Gottes Herz genannt wurde. Psalm 5, Vers 4. Nochmal, das ist das Allerwichtigste, wenn du hier gerade bekehrt bist, deine persönlichen Beziehungen mit dem Herrn Jesus Christus. Ich sage immer, kein Bibel, kein Frühstück, kein Bibel, kein Bett. Das Erste, nimm das Wort, das Letzte des Tages, nimm das Wort. Psalm 5, Vers 4. Herr, früher wollest du meine Stimme hören. Früher will ich mich zu dir schicken und drauf merken. Früh. Das Beste ist, mich dann früh aufstehen und den Herrn suchen. Dann muss ich zur rechten Zeit ins Bett sein. Sonst geht es nicht gut. Und vor allem, wenn man ein bisschen älter wird, kann man nicht mehr durchhalten wie früher. Amen. Dann muss man wieder ein Näckchen tun am Nachmittag. Das Näckchen wird auch immer länger, wenn man zu spät ins Bett kommt, kann ich dich melden hier. Das erste ist eine Liebe zum Wort. Und zweite Sache, die sehr wichtig ist, ist eine Liebe zu heilsamer Lehre. Amen. Dass viele Leute mit Hingabe wollen, vor allem der Pfingstcharismatiker und so weiter, aber Muslime auch, aber es ist keine Liebe zu einer heilsamen Lehre. Sie lehnen die heilsame Lehre ab. Kommt nach 2. Timotheus 4 und wir sehen, das Kennzeichen in den letzten Tagen ist das Ablehnen von einer heilsamen Lehre. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2. Das ist speziell für uns als Prediger oder für euch, die möglicherweise berufen sind. Es ist ein Gebot. 2. Timotheus 4, Vers 2, Seite 357 in der Heiligen Schrift von Luther. Predige das Wort. Halt ab, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, Treue, Ermahne mit aller Geduld und Lehre. Neue Bibel haben das Wort Lehre ersetzt mit Unterricht. Denn es wird eine Zeit sein, es ist 2019, da sind die von neugeborenen Christen, nicht die Bekennen, die von neugeborenen Christen, die heilsame Lehre nicht leiten werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten, werden sie selbst Lehre aufladen, nach den ihnen geboren jucken. Das Wort Recht teilen. Ein Mann ist gewesen, wie da ein Beispiel gewesen ist, ist Dr. Ruckmann gewesen. Die letzten 50, 60, 70 Jahre. Und du heute. Darum bin ich heute auch so Gast von Christen. Und es ist unsere Aufgabe, in seine Fußstapfen zu treten. Dann drittens an Liebe zu Verlorenen. Du kannst
eine gute Bibel haben, du konntest recht teilen, aber die Bibel sagt ganz klar, Gott verlangt, dass wir dass die Liebe Christi uns dringt, um die Verlorenen zu begegnen, wo sie sind. Auf die Straße, eins auf eins, in die Öffentlichkeit als Männer. Und viele, die nach einer Bibelschule fertig sind, gehen nicht mehr auf die Straße nach 2, 5 oder 10 Jahren. Es ist ein Segen zu sehen, Bruder Dirk, Bruder Demopoulos, Bruder Thomas, gehen immer nach 10, 20, 25 plus Jahren auf die Straße, um zu predigen. Dann viertens, ein bibelgläubiger Ortsgemeinde. Leute, sicher mit Internet, die sagen, ja, ich habe einen Livestream, ich kann das Zeug downloaden. Die haben so einen Kopf, die wissen alles, denken sie. Aber verweigern praktisch, eine Ortsgemeinde anzufangen oder in einer Ortsgemeinde ihr Pastor zu unterstützen. Das ist nicht richtig. Liebe zur Arbeit heißt auch, praktisch rausgehen und da kommt oft ein bisschen an Schmach, aber das gehört dazu. Damit verbunden sehen wir in Apostelgeschichte 19, dass Paulus auch ein Bibelinstitut gründet. Wird nicht so erwähnt oder genannt in der Schrift, Apostelgeschichte 19, Vers 9 und Vers 10, das einzige Ort im Neuen Testament, wo wir erwähnt bekommen, dass Paulus eine Schule hat, worin er täglich redet, täglich das Wort lehrt. Apostelgeschichte 19, Vers 9. Da aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und übel redeten von dem Wege, von der Menge, wich er von ihnen und sonnte ab die Jünger und redete täglich in der Schule eines, der heißt Tyrannus. Dasselbe geschah 2 Jahre lang, also dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten bei den Juden und Griechen. Alle haben das gehört. Na, eben ist es hier, er hat da so 2, 2,5 Jahre gelehrt. Und als Folge davon hat das ganze Hinterland, unter anderem Kolosse und Laodicea, das Wort Gottes gehört, nicht direkt von Paulus, aber von Leuten, die Epaphroditus, Epaphras, die hier gelehrt wurden, um das Evangelium und die heilsame Lehre weitergebracht an den Orten, wo sie herkamen. Und das ist auch der Grund, warum wir unser Institut angefangen haben in 2000, nämlich das European Bible Institute, das Gallus Bible Institute, dass die Männer die Chance bekommen, das Wort selber zu lehren und sie ihren eigenen Leuten zu geben. Und da haben die hinten ihr Interesse an. Auf Deutsch kannst du eins mitnehmen, einen kleinen Flyer, nehmen mit und überlegen es. Und vor allem, wenn du noch nicht verheiratet bist, du hast niemals so viel Zeit und auch indirekt so viel Geld zur Verfügung, wenn du noch leben bist. Aber versuche, es gut zu gebrauchen und nicht zu verschwenden für die Sache dieses Fleisches und dieser Welt. Dann drittens, es ist ein Mann, der sich auch korrigieren lässt. Ich nenne es in Englisch Fat Man, Faithful, Available, Teachable, die treu sind, die zur Verfügung stehen und die sich lehren lassen. Das sind 3 sehr wichtige Kennzeichen von einem Mann oder einer Frau, die von Gott gebraucht werden möchte. Erstens treu, treu in den kleinen Sachen. Lukas Kapitel 16, Vers 10 sagt, dass man muss treu sein mit dem ungerechten Mammon, dann ist man auch treu mit die wichtige Sache, die Gott dir später zugetraut. Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten Unrecht ist, der ist auch im Großen Unrecht. Das hat im Zusammenhang Vers 13 zu tun mit dem ungerechten Mann. Gott schaut an, wie du mit Geld umgehst. Nützt es nur für dich selber, für dein Vergnügen und Spaß, und nützt es für das Reich Gottes, um eine Gemeinde, bibelgläubige Gemeinde, zu unterstützen. Gott schaut das an. Judas Iskariot hat nicht der Herr von einem anderen Tag verraten. Er war ein Dieb. Jahrelang, er war der Kassierer, hat Geld daraus genommen. Und so wurde er dann auch später bestochen und einfach bestochen werden von den Pharisäern. Und für Geld hat er sein Heiland verraten. Weißt du, was der wahre Grund ist, warum die meisten Christen heute die Heilige Schrift von Luther, die King James, an die Seite schieben? Nur wegen das. Geld. Leute in der Gemeinde. Die kommen aus, ich kann das nicht verstehen. Das alte Englisch ist so archaisch in dem Mitteldeutsch. Das sind die Ausreden, die man immer hat. Und neue Bibeln sind ein gutes Einnahmequelle und ein Copyright drauf. Amen. Alle neuen Bibeln haben die Copyrights drauf.
Aber schwach über neue Bibel, neue King James. Dieses Buch und die King James haben kein Copyright, aber Gottes Wort kann nicht copyrighted werden. Das ist ein großer Unterschied. Es ist Business. Gott oder Mann. Zweitens, zur Verfügung stehen. Stehst du zur Verfügung? Wenn wir hier so Dinge haben, es folgt nicht, dass die Männer sagen, die sagen, ich mache Übersetzung, ich mache Kameraarbeit, ich mache Wasser. Hier, Wasser irgendwo. Und die sorgen dafür, und jeder hat seine kleine Aufgabe zu tun. Und in Philipper Kapitel 1 und Philipper Kapitel 2 hat man eine Gegenüberstellung von einer Person. Einer ist vielleicht sehr fähig, aber der andere ist nicht fähig, aber lass dich fähig machen vom Herrn. Guck nach Philipper Kapitel 1, Vers 21. Vielleicht besser 2, Vers 21. Philipper 2, Vers 21. Lesen da, sie suchen alle, dass ihr nicht das Christi Jesu ist. Die meisten Christen in der Zeit von Paulus, die haben nur das, was ihr ist, was ihr Interesse ist. Das kann auch sein als Missionar, als Pastor. Meine Gemeinde, mein kleines Königreich. Paulus hat einen Weltblick, eine Weltsicht gehabt. Und darum, sein Herz war Philipper 1, 21, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Er war immer zur Verfügung, dorthin zu gehen, wo Gott ihn haben möchte. Er hat nicht gesagt, wie die meisten Holländer, wenn er zu ihnen etwas sagt, ja aber. Ja aber. Das ist Job, ja aber. Das ist ein altes Fleisch, ja aber. Und Gott sagt nicht, willst du mal überlegen, um vielleicht dorthin zu gehen, Paulus? Gott sagt, geh. Oder ich sage, du gehst nicht dahin. Du gehst nicht nach Bithynien, du bleibst hier und du gehst von Troas nach Mazedonien. Ja. Das ist Gott. Gott wird nicht, bitte sagen, ja. Das hast du zu tun. Wenn du nicht tust, musst du auch die Folgen tragen. Du musst zur Verfügung stehen. Und damit verbunden, in Philipper 2, 21 ist die Ausnahmefall Timotheus. Wir sehen da über ihn in Vers 19, er möchte Timotheus schicken. Philipper 2, Vers 20, ich habe keinen, der so gar meines Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgt. Er hat ein Herz für die junge Gemeinde in Philippi. Warum hat er ein Herz? Vers 22. Ihr aber wisst, dass er rechtschaffen ist, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir gedient am Evangelium. Er war Paulus geistliches Kind. Wir haben gesehen, Apostelgeschichte 16, wurde von Paulus jahrelang mitgenommen. Warum war das? Kommen zu 2. Timotheus Kapitel 3. Und dann sehen wir, dass sein Training war on the job. Zusammen reisen und er hat gesehen, wie Paulus gepredigt hat, Erweckungen angefangen hat, verfolgt wurde, in Gefängnis geschmissen wurde und niemals sein Freude, niemals sein Sieg über Sünde verloren hat. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10. Du aber hast erfahren, und schau mal an, es sind glaube ich 9 Dinge, die erwähnt werden. Meine Lehre, meine Weise, meine Meinung, meine Glaube, meine Langmut, meine Liebe, meine Geduld, meine Verfolgung, meine Leiden. Das sind 9 Dinge. Das bekommst du nicht in einem Schulraum. Das bekommst du nur, wenn du zusammen durch harte Zeiten gehst, um es eben jedem zu gründen, Pionierarbeit zu tun und dann auch die Verfolgung einzustecken. Amen. Welche viele Fahrten sind zu Antiochien, zu Ikonien, zu Lystra, welche Verfolgung ich da ertrug und aus allem hat mich der Herr erlöst. Er hat es gesehen, er hat es mitgemacht. Es ist Kameraden, die zusammen am Front kämpfen, 2, 3, 4, 5 Jahre lang. Die haben einen Bund fürs Leben. Aber wenn man heute nicht mehr kämpft, an den Frontlinien steht, haben wir noch keinen Bund für nichts. Es ist nur Spaß und Vergnügen. Nun, hier als Beispiel, Paulus' Briefe waren eigentlich immer Nachsorgenbriefe an seine Jünger. Er hat für sie gebetet, das sieht man am Anfang von jedem Brief, dass er betet für Timotheus, für Titus, für die Philipper, für die Kolosser. Er betet für seine geistlichen Kinder. Zweitens, er schickt Briefe. All seine Briefe sind Nachsorgenbriefe an junge Gemeinde oder junge Männer, die er trainiert hat, Timotheus, Titus. Drittens, er geht sie persönlich besuchen. Das sollen wir hier sehen.
wenn man seine Missionsreise analysiert. Und viertens, er schickt einen Ersatz, Timotheus, die mit ihm auf diese Missionsreise gewesen ist. Timotheus wird hier angesprochen als Pastor in der Gemeinde von Ephesus. Nun, ganz kurz hier. Die erste Missionsreise ist in Rot und sie gehen von hier dorthin. Von des Markus verlassen sie dort. Aber sie gehen direkt Paulus und Barnabas, sie gehen dann wieder die vier Städte besuchen auf der Himmelreise. Sie gehen nicht hier nach Antiochien, sie gehen zurück, um die junge Gemeinde persönlich zu ermutigen, zu lehren, zu helfen. Die zweite Missionsreise ist in Rom. Sie kommen hier von Jerusalem. Und du siehst, über Antiochien, sie gehen wieder diese gleiche Gemeinde, die sie hier schon mal zweimal besucht haben, nochmals besucht. Er geht nicht hier nach Irak, Armenien, Babylon, nein, er geht sie nochmals besucht. Und dann geht er nach hier, Troas, Philippi, Thessaloniki, Berea, Athen, Korinthe, und dann schon wieder zurück. Das ist die zweite Reise in Rom. Die dritte Reise ist in Blau. Und du siehst da, von Antiochien, wo gehen sie wieder hin? Genau dort, wo schon die erste Gemeinde gegründet sind, 15, 20 Jahre zurück. Besucht sie persönlich noch einmal. Und dann geht er nach Ephesus, wo er schon mal gewesen ist, in der zweiten Missionsreise. Besucht er Troas, das ist schon auch mal gewesen. Und diese Route, die er hier macht, ist die gleiche Route von der zweiten Missionsreise. Er geht nicht nach Balkan, hier, Bulgarien, Ukraine, nein. Er besucht sie noch einmal. Und dann besucht er nochmals hier Ephesus, wo später Timotheus kam, bleibt dann zurück. Das heißt, das Prinzip von Nachschau ist ganz klar in Paulus' Dienst von ungefähr 20 Jahren. Er besucht, wieder besucht seine geistlichen Kinder. Das ist eine ganz normale Sache. Der dritte Punkt von einem treuen Mann, Fett, Faithful, Faithful, Teachable, neben, dass er treu ist, neben, dass er zur Verfügung stehen soll, ist, er lässt sich unterrichten, er lässt sich korrigieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn er dich nicht korrigieren lässt, sollte niemals die Spitze in keinem Beruf in der Welt oder im geistlichen Bereich erreichen. Das kannst du absolut vergessen. In Sprüche Kapitel 9, Vers 8 und Vers 9 lesen wir: Strafe und Spötte nicht, er hasse dich, strafe den Weisen, der wird dich lieben, gib den Weisen, so wird er noch weiser werden, lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Ab und zu brauchst du Korrektur, um dich zu verbessern. Wenn du zeichnest oder malst, musst du Meister malen. Die Jünger sagen, das ist gut, aber das, das und das und das musst du verbessern, wenn du an die Spitze kommen möchtest. Meine Frau war Konzertpianistin, wurde immer korrigiert von ihren bulgarischen Privatlehrerin. Das ist gut, aber das, das und das und das musst du verbessern. Das heißt, wenn du die Spitze erreichen sollst, die erste 80% ist einfach. Aber von 80 bis 90 musst du ebenso viel Arbeit anstecken als in die ersten 80%. Und den letzten 5% musst du noch doppelt so viel Arbeit haben, um die Spitze zu erreichen. Du musst dich dauernd selber korrigieren, wenn du da kommen möchtest. Aber was ist das Problem der meisten Christen? Sie sind zufrieden mit Mittelmaß. Mittelmäßige Bibel. Lehre ist nicht wichtig. Seelenlinie ist nicht wichtig. Es ist schon okay, ja. Herr, komm bald. Dass wir ruhig hier sitzen, ja, ein Tafel haben und Herr, komm bald und wir machen nichts. Weil das Fleisch hat kein Interesse, um sich zu verbessern, um rauszugehen. Amen. Das war nicht bei den Herren, das war auch nicht bei Paulus. Nun, Gott, glaube ich, hat in der Ortsgemeinde an Paulus, ein älterer Pastor, Ältester, die auf dich schaut. Du musst dankbar für sein. Er hat, finde ich, auch an Personen, die dir weiterhelfen kannst. Diejenigen, die hier sitzen, die meisten können ohne Probleme ein, zwei Leute weiterhelfen. Ein Bruder, ein jüngerer Bruder, eine Schwester, eine jüngere Schwester, muss kein Problem sein. Gib ihm den Umgang, wie du mit den Herrn hast. Stille Zeit, Bibelstelle lernen, persönliche Zeugnis geben, das Evangelium erklären, gutes Zeugnis behalten, das zusammen ins Wort gehen. Das sind kleine Dinge, die so wichtig sind. Ältere können immer einem Jüngeren helfen zu wachsen. Das ist die beste und meist effektivste Weise. In den letzten Tagen ist der Feind, den Brüder, sehr effektiv, um junge Schafe, junge Lämmer wegzunehmen.
eins auf eins kannst du schnell ein Problem detektieren und vorsagen. Und drittens, du brauchst ein Epaphroditus, ein Bruder, die, die mit Eisen wetzt. Ein Mensch kann den anderen nennen, man wetzen. In Ortsgemeinde, Bibelschule ist es gut, dass man zusammen als Brüder zusammen lernt voneinander, auf die Straße geht, Mission macht, Pionierarbeit macht. Nochmals, junge Männer, nützt die Zeit weise. Gott sucht immer einen Mann. Ein Mann, und du bist der Mann in deiner Umgebung, deiner Familie, deiner Nachbarschaft, deinem Land, um einzustehen für diesen Riss. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Ezekiel Kapitel 22, Vers 30. Es ist ein Vers, was vielleicht gut ist, um auswendig zu lernen, um zu bedenken, Herr, wie kann ich diesen Mann oder Frau sein, die hier für meine Leute einsteht, aus England, aus Polen, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Friesland, Niederlande. Ezekiel 22, 30. Ich suchte unter ihnen, ob jemand sich eine Mauer machte und wieder den Riss stünde vor mir für das Land, dass ich es nicht verderbe. Aber ich fand keinen. Seht ihr meine Mauer hier? Und ich hoffe, dass du der Mann sein möchtest, wie der Herr erzählt in deinem Gebiet, in deinem Land, für diesen Riss anzustehen und durch Gottes Gnade noch gebraucht zu werden, um einige Leute reinzunehmen, reinzufischen und weiterhelfen zu wachsen in die Gnade und Kenntnis von dem Herrn Jesus Christus. Es ist nicht, wie viel du weißt, aber wen du kennst und den persönlichen Umgang mit dem Herrn Jesus Christus. Das kannst du weitergeben und die Sache ist, dass du betest, Herr, mach mich bereit zur Verfügung, um ein jüngerer Christ weiter zu helfen oder vielleicht erstens einen zu gewinnen und dann durch Gottes Gnade weiter zu helfen. Es ist nicht, wie viel du weißt, aber ob du zur Verfügung stehen möchtest, um für den Herrn gebraucht zu werden. Keine Mutter, keine Frau hier muss einen Kurs folgen hier von der Schweizer Obrigkeit. Wie bin ich eine gute Mutter? Also die meisten nicht, soweit ich weiß. Das weißt du, Mama muss zur Verfügung stehen fürs Kind. Aber willst du zur Verfügung stehen für die geistlichen Kinder, die Gott dich zuverfügt?